EA Productions. Die Gläserne Burg. Eine Geschichte von EA Poe Productions. Kapitel 26. Die schöne Gretel und das Kräuterweib. Als die schöne Gretel in ihre Kammer kam und die Türe hinter sich geschlossen hatte, warf sie sich auf ihr Bett und schluchzte in ihr Kopfkissen. Einerseits war sie enttäuscht wegen des wunderlichen Benehmens des ehrwürdigen Herrn Schulmeisters, der seit seinem ersten Besuch in der Schenke nie mehr als ein Glas Bier getrunken und den sie auch noch nie betrunken erlebt hatte. Andererseits war sie in großer Sorge um ihn, denn sie wusste, dass er eine Reise angetreten hatte, von der er sicher weder sagen konnte, wohin sie ihn führen würde, noch wie lange sie dauern mochte. Sie wollte ihrem gelehrten Freunde beistehen, doch wusste sie nicht, wie sie das anstellen sollte. In diesem Augenblick wurde ihr, während ihr die Tränen in großer Zahl die Backen herabrannen, klar, dass sie das Schulmeisterlein aufrecht liebte, und die Hoffnungen, die sie tunlichst vor sich selbst verborgen gehalten hatte, brachen sich nun Bahn und zerbröselten in ihrem Herzen. Sie hatte oft mit dem alten Kräuterweiblein gesprochen, und zwischen ihnen hatte sich eine echte Freundschaft entwickelt, und sie erinnerte sich zahlreicher Gespräche, die sich um das Phänomen der Zeit gedreht hatten. Nicht, dass sie sehr viel davon verstanden hätte, doch einiges war ihr im Gedächtnis geblieben, obwohl die meisten der Unterhaltungen vor sehr langer Zeit stattgefunden hatten. Die Berichte der Bauern über den Glasflakon, den das Schulmeisterlein auf solch gedankenlose Weise in sein letztes Bier gegossen hatte, hatte sie an einem Abend erinnert, da sie bei der Alten weilte. Diese hatte ihr gesagt, sie würde nun eine Zeit lang nicht mehr erreichbar sein, weil sie fort müsse. Daraufhin hatte sie ihr mit den Worten »Hiermit kannst du mich erreichen, wenn ich nicht zu Hause bin«, eine kleine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit darin in die Hand gedrückt, aber nichts weiter darüber verlauten lassen, was es mit dem Inhalt der kleinen Glasflasche auf sich habe. Einen winzigen Schluck solle sie davon auf ihre Zunge träufeln, war alles, was die Alte gesprochen hatte. Und nun hatte sie seit Wochen niemand mehr zu Gesicht bekommen, und die Rauchsäule dort drüben auf der jenseitigen Talseite war seither auch nicht mehr gesehen worden. Ob sie das geheimnisvolle Tränklein ausprobieren sollte? Sie war unschlüssig, und ungeachtet ihrer ungewöhnlich reichhaltigen Bildung, die sie genossen hatte, war sie von einer tiefen Angst vor dem Unbekannten erfüllt. Doch ihre Sorge um das Schulmeisterlein gewann schließlich die Oberhand. Sie erhob sich von ihrem Bett, kniete davor nieder und zog eine hölzerne Kiste hervor, die darunter stand, öffnete sie und entnahm ihr einen kleinen Glasflakon, der genau so aussah wie jene, die der gelehrte Herr für seine Tränke verwendet hatte. Als sie das Fläschchen öffnete, durchzog ein feiner, stark aromatischer Duft die Schlafstube. Sollte sie wirklich von dem Tränklein etwas zu sich nehmen? Mit einem Ruck nahm sie das Fläschchen an den Mund und tat einige Tropfen von ihrem Inhalt auf ihre Zunge. Es dauerte nicht lange, bis sie bemerkte, dass sich die Szenerie um sie herum veränderte. Sie war wohl noch immer in ihrer Kammer, und es schien sich an der ohnehin eher spartanischen Einrichtung auch nichts verändert zu haben. Doch als sie in ihre Kammer getreten war, war es später Abend und dunkel gewesen. Nun aber schien die helle Mittagssonne herein. Wo immer sie nun hingeraten war, ihre Reise schien erfolgreich gewesen zu sein. Nun stellte sich die Frage, wie sie das alte Kräuterweib finden sollte, denn sie hatte ihr wohl die Anwendung des Tränkleins beschrieben. Doch was dann geschehen sollte, so merkte sie jetzt, hatte sie unerwähnt gelassen. Dass sie nicht wusste, wohin sie gelangt war und es instinktiv zu vermeiden suchte, irgendjemand anderem über den Weg zu laufen, überlegte sie nun krampfhaft, was als nächstes zu tun sei. Schließlich verließ sie auf leisen Sohlen ihre Kammer, schloss die Türe ganz vorsichtig und schlich sich zum Hintereingang der Schenke hinaus. Sich vorsichtig umblickend, eilte sie durch einige der umliegenden Gärten, vorbei auch an dem Garten neben dem Pfarrhaus, hinauf zu einem der Hügel, die das Dorf auf der Südseite umlagerten.
Von einem erhabenen Punkt aus konnte sie hinüber zur anderen Talseite blicken, wo sie die Hütte des alten Weibleins wusste. Doch die typische Rauchsäule konnte sie nicht entdecken. Enttäuscht über diesen vermeintlichen Misserfolg, wollte sie bereits umdrehen und zur Schenke zurückkehren, als sie eine Stimme hörte, die aus weiter Ferne zu kommen schien und doch ganz dicht an ihrem Ohr zu vernehmen war. »Was machst du hier, Gretel?« fragte die Stimme. »Habe ich dir nicht gesagt, du solltest das Tränklein nur verwenden, wenn etwas Schlimmes passiert sei?« »Es ist etwas Schlimmes passiert, Mütterchen«, antwortete das Mädchen, ihre Angst vor der unheimlichen Stimme niederkämpfend. »Er hat also etwas Dummes angestellt«, erwiderte die Stimme nun deutlicher werdend. Plötzlich sah das Mädchen direkt vor sich ein Licht wie aus dem Nichts erscheinen, gefolgt von der allmählich deutlicher werdenden Silhouette einer alten Frau. Das alles war das Werk weniger Sekunden, und kurz darauf stand das alte Kräuterweib vor ihr. »Was ist passiert? Rasch, Kind, ich kann hier nicht lange verweilen.« Die Stimme der Alten klang ungeduldig, ganz so, als ob sie in großer Eile sei. »Der Herr Schulmeister hat ein Glas zu viel in der Schenke getan und dabei etwas sehr Dummes gemacht«, antwortete das Mädchen. »Er hat also einen seiner Tränke benutzt?« »Allem Anschein nach ja, liebes Mütterchen. Ich sah ihn verschwinden.« »Und er ist noch nicht zurückgekehrt?« »Nicht, solange ich zu Hause weilte.« »Welches Tränklein hat er denn genommen?« begehrte die Alte nun zu wissen. »Ach, Mütterlein«, fuhr das Mädchen mit tränenerstickter Stimme fort, »wenn ich das nur wüsste. Ich war in seiner Wohnung und fand die Tasche mit dem Glasfläschlein unberührt vor.« »Alle 24?« »Ja, Mütterchen.« »Wie konnte er dann verschwinden?« »Ich vermute, er möchte mehr als nur die 24 Tränklein gebraut haben, für die er Rezepte in den Archiven gefunden hatte.« »Er hat auf eigene Faust experimentiert?« Die Stimme der Alten klang alarmiert. »Und wie viel hat er genommen?« »Den Bauern an dem Tisch, mit denen er zusammengesessen hatte, zufolge reichlich ein halbes Fläschchen.« »Ein halbes Fläschchen«, echote die Alte. »Was für ein dummer Junge! Er könnte einen Monat oder länger dort bleiben, wo er hingelangt ist, oder ganz dort bleiben. Und die Bauern haben das alles mit angesehen.« »Ich fürchte ja, Mütterchen«, sagte das Mädchen traurig. »Nun, sei nicht verzweifelt, Kind«, sagte die Alte und fuhr nach kurzer Überlegung fort. »Ich werde ihn für dich finden, aber wo immer er hingekommen sein mag, wird er zweifellos bald auffällig werden. Dieser Ort war vor vielen Jahren ein sehr unruhiger Platz, und in der Zukunft wird sich vieles solcher Art verändern, dass er sich in großer Gefahr befinden könnte.« Das Mädchen schluchzte heftig los. »Du hast dich in ihn verliebt, nicht wahr?« sprach die Alte, und ohne eine verbale Antwort abzuwarten, nahm sie das Mädchen tröstend in den Arm. »Sei ganz beruhigt, mein Kind. Wenn er sich nicht bereits zu Tode gebracht hat, werde ich ihn finden und zu dir zurückbringen. Aber nun«, sie blickte sich plötzlich nach allen Seiten um, »geh wieder nach Hause. Wenn ich ihn für dich finden soll, so muss ich mich eilen, bevor ich seine Spur nicht mehr auffinden kann.« Mit diesen Worten trat sie einen Schritt zurück, legte dem Mädchen die Hand auf die Brust und murmelte einige unverständliche Worte. Im gleichen Augenblick verschwand die Sonne, und Mond und Sterne glitzerten über dem Mädchen am Nachthimmel. Ganz alleine stand sie auf der kleinen Anhöhe hinter dem Dorf, und die Landschaft war nur von den Gestirnen in ein sanftes, silbriges Licht getaucht. Sie drehte sich um und eilte vorsichtig ins Dorf zurück. Als sie vor der Schenke ankam, warf sie einen Blick hinauf zur Wohnung des Lehrers in dem gegenüberliegenden Schulgebäude, doch es schien kein Licht. Alles war dunkel und im Dorf war kein Laut mehr zu hören. Sie betrat die Schenke, wie sie sie verlassen hatte, durch die Hintertüre und schlich sich in ihre Kammer, wo sie sich wieder auf das Bett warf. Sie hatte getan, was sie tun konnte, das Schulmeisterlein zu retten, und nun konnte sie nicht mehr tun, als abwarten, was passieren würde. Mehrere Tage vergingen, ohne dass etwas passierte. Immer wieder trat die schöne Gretel ans Fenster oder stand in der Türe und warf sehnsuchtsvolle Blicke hinüber zum Schulgebäude,
aber die Fenster blieben geschlossen und des Nachts schien auch nicht der kleinste Lichtschimmer heraus, der ihr hätte Hoffnung machen können. Ganze 7 Tage lang verbrachte sie so in Ungewissheit, und auch der 8. Tag nach dem unheimlichen Verschwinden des Lehrers war bereits herabgedämmert und die Dorfstraße nur durch die Kerzen der Schenke sanft erhellt, als sie wieder zum Fenster der Küche einen prüfenden Blick hinüberwarf und Licht in der Wohnung des Lehrers erspähte. Ein Schatten glitt hin und her. Er war also endlich zurückgekehrt, dachte sie bei sich, hängte ihre Schürze an einen Haken und verließ unter dem fragenden Blick ihrer Mutter den Raum. Wenig später sah man sie durch die Türe des Schulhauses schlüpfen. Als sie ohne anzuklopfen in die Wohnung des Schulmeisterleins trat, saß jener, das Gesicht in die Hände gestützt, im Scheine seiner Petroleumlampe am Tisch. Als er sie hereinkommen hörte, wandte er sich um und blickte sie an. Sie stürmte auf ihn zu, schlang ihre Arme um seinen Hals und drückte ihn so fest an sich, dass er nach Luft rang. »Du bist zurück, mein Geliebter«, rief sie aus, kniete vor ihm nieder und Tränen des Glückes rannen über ihr zartes Gesichtlein. »Ja, ich bin zurück«, antwortete das Schulmeisterlein. »Aber es war ein mächtiges Abenteuer. Meine Rettung habe ich wohl dir zu verdanken.« Er hob sie auf und drückte sie fest an sich. So standen sie eine kleine Ewigkeit beieinander und sprachen kein weiteres Wort.